Ägypten in den 1940ern. Stoppt ihn! Nehmt die Kugel. Sie darf nicht in Ihre Hände fallen. Alles wird gut, John. Wir bringen ihn zu einem Arzt. Schottland in den 1960ern. Ich kann nicht glauben, dass mein Lehrer mich das machen lässt. Er weiß, dass ich so etwas im Schlaf übersetzen kann. Diese Schafe erleben mehr als ich. Monte Carlo in den 1950ern. Meine Wahrscheinlichkeitsrechnung stimmt. Alle Berechnungen sind korrekt. Das wird deinen Boss einiges kosten. 23 Rot. Sorry, Kane Hister. Jemand könnte große Probleme bekommen, wenn man es zuließe, dass Gewinne wie diese zustande kämen. Haben dir deine Berechnungen nie gelehrt, dass das Haus immer gewinnt? Ihr werdet die Chaos-Theorie lieben. Sie ist der totale Hype an der Universität. Irgendwo und irgendwann, selten geplant, vereinen sich Pfade. Nur einen Höcker von Luxor entfernt, Ägypten. Dies ist der Ort, wo ein tödlich verwundeter Tempelpriester meinem Vater die weiße Osiriskugel gab. Gut, Partner. Ist das Finanzspritze ermöglicht es uns zu beweisen, dass die Kugel mit dem Himmelsportal zu tun hat? Mein Labor hat eure Funde mit Begeisterung bestätigt. Dieses ägyptische Artefakt von Osiris ist älter als alle antiken Zivilisationen. Dann lasst uns an die Arbeit gehen und diesen Ort untersuchen. Wenn wir weitere Kugeln finden, sollten sie uns den Weg zum Himmelsportal weisen. Ja, und damit herzlich willkommen. Ein sehr langes Intro. Wir sind hier in den Geschichten von Luxor. Adventures of Luxor, so heißt das Spiel. Ein kleiner Zeitvertreib, den ich mir mal gegönnt habe. Ein Wimmelbildspiel. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere was damit anfangen kann. Ein Wimmelbildspiel wollen wir hier mal durchstarten. Hier heißt es, finde alle Gegenstände auf der Liste, die hier unten also, um den Ort abzuschließen. Sei auf der Hut, einige Gegenstände haben ein Rätsel als Beschreibung. Okay. Die Gegenstandsliste kann die Kombination von zwei Gegenständen fordern. Versuche herauszufinden, welcher Gegenstand hierzu auf welchen gezogen werden muss. Alles klar. Damit kann es quasi losgehen. Also wir haben hier scheinbar diese Liste. Und hier zum Beispiel verpackt die Mumie. Da muss man also wahrscheinlich dann irgendwie... ja. Was machen? Wir werden sehen. Also, Blei im Stock, vogelköpfiger Gott, den habe ich hier ja schon gesehen. Tod. Tod, Tod. Klicke auf den Tippknopf, wenn Tods Hand blau leuchtet. Wähle ein Objekt aus der Liste und Tod zeigt dessen Aufenthaltsort. Ah, okay. Das dann also hier. Ein Tipp. Mhm. Hier haben wir eine Kugel. Da ist auch noch eine. Hier die Punkte und hier die Zeit. Wir haben also 45 Minuten Zeit, das Rätsel hier zu lösen. Oder alle Gegenstände zu finden. Ist natürlich auch gut versteckt hier wahrscheinlich. Ank. Ich glaube, diese Ank-Symbole sind diese hier. War jemand von euch schon mal in Ägypten? Also ich bin schon mal da gewesen. Ank, finde beide Ank-Symbole in jeder Szene und schalte so Bodenspiele in der Hauptmenü frei. Okay. Beide Symbole, der ist hier hingegangen, da gibt es also noch einen. In jeder Szene gibt es also zwei Stück. Ja, ich bin ja schon mal in Ägypten gewesen. Und das ist wirklich ein sehr schönes Land. Also zumindest an der Ecke, wo wir waren, ist natürlich super Touristikstelle gewesen.
Was war hier? Ein Sarg. Verpackt die Mumie. Okay, irgendwo ist hier eine Mumie. Und die soll ich da reinlegen, oder was? Ja, unter anderem waren wir auch in Luxor. Und haben uns da einiges angeschaut. Ah, hier. Zack. Yeah! Holzpuppe. Ufo. Bleistift. Schüsseln. Hier. Oder was? Ja. Baggerschaufel. Oh, hier. Tasche. Tasche. Die ist es nicht. Eine Tasche. Da. Bilderrahmen und Schutz. Schutzhelm habe ich hier gesehen. Bilderrahmen? Der hier. Armbanduhr und Metalldetektor. Armbanduhr. Ne, ist die Kamera, ne? Ja. Armbanduhr und Metalldetektor. Und dieses zweite Angstsymbol hier auch noch. Nicht vergessen. Ah, da ist die Armbanduhr. Zack. Und jetzt ein Metalldetektor. Und das Angstsymbol. Das Ankh-Symbol. Das zweite. Daumen. Zack. Metalldetektor. Was ist denn ein Metalldetektor? Keine Ahnung. Metalldetektor. So. Sich mir jetzt eigentlich was darunter vorstellen können, so wie am Flughafen, so eine. Ne? Ist ja diese. Ne? Wo man so durchläuft, ne? Damit man da nicht so. Detektor. Da brauche ich gleich wohl den ersten Tipp schon, wa? Metalldetektor. Keine Ahnung, was das sein soll. Bisschen rumklicken hier. Ah! Ach! Da ist eine Art Wünschelrute für Metall oder was? Okay, keine Hinweise verwendet. Plus 5000. Nicht schlecht. Viele dieser Hieroglyphen stammen aus unterschiedlichen Epochen. Das heißt, wir können auf Gegenstände quasi aller Zeitalter und Orte stoßen. Okay, das hat man eben auch schon gesehen. Also passt da nicht so ganz in diese ägyptische Zeit. Einige Teile, aber. Ja. Was soll ich jetzt? Die mit zwei Mauszeigern. Die Energiesignatur dieser hier fehlplatzierten Objekte passt zur Signatur der Osiris-Kugel, okay? Das beweist, dass diese Gegenstände und das Himmelsportal miteinander zu tun haben. Alles klar. Finde alle Unterschiede zwischen den beiden nebeneinander liegenden Bildern, okay? Wusste viel im rechten Bild, sozusagen, ja? Okay. Also, wir haben hier ein Band. Oh, das ist ja echt übel. Man kann den. Also ich lenke jetzt den rechten. Jetzt der linke. Hier ist einer. Die Sonne. Da ist. Da. Hier. Ach ja, diese Angstsymbole, ne? Da brauche ich auch noch das zweite. Bevor ich 10 Unterschiede noch errate. Hier, Gitarre. Reiter ist auch Pinsel. Da waren sogar zwei. Axt ist da.
Auch da. Trompete. Und Katze anscheinend auch. Ja, Truhe. Und Brunnen. Und hier, er ist auch nicht da. Und hier oben die Schlange. Und da oben der Adler, aber dieses zweite Angstsymbol brauchen wir auch noch, ne? Da. Zack. Juhu, gut gemacht. Keine Hinweise verwendet. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Ein Tor öffnet sich in die Tiefen. Diese Sandsteine sind zu schwer, um sie anzuheben. Sie können nur gleiten und das auch nur in einer bestimmten Reihenfolge, da die Einkerbung ihre Bewegungsfreiheit einschränkt. Okay. Achso, der ist dazu. Jo. Aha. Was haben wir denn hier? Gut gemacht. Artefakt gefunden. Die Tafel von Luxor. Ui. Ah, Episode 1A abgeschlossen. Einen Geschwindigkeitsbonus bekommen. Und einen Tippbonus. Perfekt. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, dann können wir einfach hier den ersten Part beenden. Und ich hoffe, ihr verfolgt ruhig weiter. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr die Dinge schon vor mir entdeckt habt. Das würde mich sehr interessieren, ob ich dafür vielleicht auch in den folgenden Folgen zu blöd bin, um die zu finden. Und ja, dann wollen wir doch mal schauen, was das mit dem Geheimnis um Luxor auf sich hat. Liebe Freunde, macht es gut und träumt schön ägyptisch.